Meine Lieben, ich grüße euch alle wieder ganz herzlich. Herzlich willkommen bei mir, eurer Kartenlegerin Simone. Ein Herzchen für euch. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt die wundervollen sommerlichen Temperaturen draußen. Und es geht euch, wie gesagt, und euren Liebsten wunderbar. Und ihr habt es euch jetzt gemütlich gemacht und... Ja, ich freue mich, heute wieder mit euch Zeit verbringen zu dürfen. Ich muss euch gleich sagen, ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Ich versuche mich etwas kürzer zu fassen. Also es war schnell mit der Legung beginnen. Mal sehen, ob es klappt, ne? Man weiß ja nie so genau. und ja, genau, denn ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Und ja, wir legen natürlich heute wieder die Karten. Wir wollen... ein bisschen Energien fließen lassen natürlich, ja, also ich spiele Hangdrum am Ende des Videos immer für euch und lasse Kraft und Liebe fließen, auch arbeite ich mit den Mondenergien und natürlich könnt ihr euch auch schon wieder eintragen für die Mondrituale, also beziehungsweise für das kommende Neumondritual jetzt am 8. Mai um 5.21 Uhr, also ich arbeite um 5.21 Uhr, ihr könnt euch einfach eintragen, und zwar im Stier. Ihr tragt euch einfach unter das Video ein oder dann, wenn ich euch später meine Infos und Kontaktdaten so einblende. Ne? Da könnt ihr dann mir privat schreiben per E-Mail über meine wunderschöne Webseite. Da müsst ihr mich auch wieder unbedingt mal wieder besuchen. Und gerne über Facebook und Instagram, da bin ich auch zu finden. Aber es geht halt auch unter das Video. Ne? Da tragt ihr einfach alle ein, denen ihr... Energien zukommen lassen wollt, also eure Liebsten, eure Ahnen, eure Familie, eure Haustiere, der ganzen gesamten Menschheit, wenn ihr der Menschheit Energien zukommen lassen wollt, also Mutter Erde, den Menschen, den Pflanzen, den Tieren, den alles, ne? Also wirklich die gesamte Erde, gerne dem gesamten Universum, den Ahnen und der göttlichen geistigen Welt, ja. Und das ist sehr wichtig, dass ihr euch da klar ausdrückt und für dich und dein Gegenüber natürlich auch. Ne? Und es ist, wie gesagt, sehr wichtig, dass ihr euch da klar ausdrückt, beziehungsweise immer wieder schreibt, dass ihr dabei sein möchtet, denn das ist eure Absichtserklärung an die göttliche geistige Welt, dass ihr dabei sein wollt. Ja, genau. Aber falls ich hier so ein bisschen rumschniefe, meine Lieben, ich habe ein bisschen Allergie, also wundert euch nicht, bitte seht es mir nach. mir tränen auch ein bisschen die Augen. Ach. Es ist irgendwie verrückt gerade, ne? Naja, verrückt nicht, sondern es ist eigentlich, genau, ganz normal sozusagen. Und manchmal, ja, will einem das ja auch was sagen, ne? Dass man irgendwas reinigen darf und so weiter. Und ja, der Aufstieg in die fünfte Dimension ist ja nun auch gerade besonders präsent und auch, ja, immer wieder sehr herausfordernd tatsächlich. Ne? Und da ist der Körper, der muss sich da auch ein bisschen dran gewöhnen, also der physische Körper tatsächlich. Das geht zwar darum, um einen energetischen Aufstieg, dennoch muss der Körper sich da irgendwie auch anpassen. Und wir sind eben alle Menschen hier inkarniert in diesem Körper, in unseren wundervollen menschlichen Körper. Und dennoch ist da... sehr viel, was der Körper dann eben leisten muss und was er vielleicht nicht so ganz schnell immer verarbeiten kann. Deswegen, ne, brauchen wir immer viel Zeit und Ruhe und ja, um diese ganzen Energien aufzunehmen, zu transformieren und so weiter. Ne? Genau. Also meine Lieben, ich würde sagen, ich hatte eben schon meine Tasse in der Hand, wir trinken jetzt mal zusammen ein Schlückchen Kaffee. Ich sage Prost und ein Küsschen von mir an euch, meine Lieben. Und ich schlürfe ein bisschen oder auch nicht, hoffe ich. Und ja, hoffe, ihr trinkt mit mir auch was Leckeres. Und jetzt, genau, ich habe mir kurz aufgeschrieben, was... Genau, ich habe nämlich tatsächlich doch einige, ich hoffe, es wird nicht zu lang, ich habe doch einige Botschaften für euch von der geistigen Welt, der göttlichen geistigen Welt. Also wir legen jetzt, kurz nochmal zum Ablauf, wir legen natürlich die Karten. Ich erzähle euch was über das Mondritual, was jetzt kommt. Die Portaltage werde ich erzählen. Wir ziehen eine Karte von Heike Bender, eine Göttinnen-Lichtbotschaft mit einer Botschaft, die dann von mir vorgetragen wird und mit Untermalung eines Klangspiels. Ich spiele am Ende Hangdrum und was gibt es noch? Genau, ich habe wie gesagt noch ein paar Botschaften für euch von der göttlichen geistigen Welt, die jetzt wichtig sind. Und das gilt für die Portaltage. Und ich würde sagen, damit beginnen wir mal jetzt, weil
ich muss es kurz ablesen, dass morgen nämlich schon der erste Portaltag von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück ist. Ja, 6. Und zwar, schreibt es euch gerne auf, jetzt Sonntag, also morgen, den 5. Mai, Samstag, den 11. Mai, Samstag, den 18. Mai, Sonntag, den 19. Mai, Sonntag, den 26. Mai und Donnerstag, den 30. Mai. Und wie ihr wisst, geht es sehr viel um Herzausrichtung, um Authentizität, um die Arbeit mit deinem inneren Kind, um darum, deine Herausforderungen im Leben zu meistern. Und auch, es geht auch ein bisschen um Beziehung, und zwar, welche Dynamik hat deine Beziehung entwickelt oder welche, also es müssen nicht immer nur die Beziehungen zu deinem Herzensmenschen sein, sondern das dreht sich um, also es geht um jegliche Beziehung zu Familie, Kindern, Eltern, FreundInnen, KollegInnen, all solche Menschen in deinem Umfeld, mit denen du eine Beziehung hast, also ne, Freundschaften, wie auch immer, darum geht es. Und es geht natürlich auch darum, deine männliche und weibliche Seite auszugleichen und vor allem dich selbst und alles andere nicht mehr so zu bewerten, sondern als Einheit zu sehen, alles gleich zu sehen, nicht mehr immer Bewertungssysteme von 1 bis 6, von 1 bis 15, von 1 bis 10, was weiß ich, ne? Da gibt es ja genug. Oder einfach bewerten nach gut und böse, gut, schlecht, Licht und Schatten und so weiter. Auch männlich und weiblich. Ja? Das ist ganz, ganz schwierig, und aber umso wichtiger, dass wir da dranbleiben, uns immer weiterentwickeln und ja, zu dir, zu deinem inneren Kern finden. Und da kommen wir gleich mal zu den Botschaften der göttlichen, geistigen Welt für euch. Ja? Und zwar war die, ich hatte für das Video jetzt, ne, also für unsere Legung, den Titel gechannelt, beziehungsweise worum es so gehen wird. Ihr wisst ja, das mache ich ja immer vorher, ne, und dann schreibe ich euch das schon meistens einen Tag oder zwei Tage vorher oder manchmal noch früher. Kommt immer darauf an, wann die Eingebungen so kommen und oder wann ich das, ne, erfrage. Und da kam dieses Mal ja, ich lese euch jetzt den Titel nochmal vor, das Thema ist ja, die Schlange beißt zu. Also es geht immer noch um diese Abhängigkeit, um dieses Konstrukt zwischen deinem, bei deinem Herzensmenschen und seiner Partnerin oder seinem Partner oder ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Also ihr wisst, es geht hier um Liebe und nicht um Geschlechter. Ich rede immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt. Ich lege auch die Karten so. Aber wenn alle Herren sind hier herzlich willkommen, die eine Dame lieben und auch gleichgeschlechtliche Paare, also Frau, Frau, Mann, Mann oder divers. Es geht hier um Liebe und Beziehung, nicht um Geschlechter. Oh, ich glaube, ich brauche mal kurz einen Schluck Kaffee. Und genau. Es geht weiter darum, diese Dynamik auch in dieser Beziehung zu erfragen, hinterfragen, zu brechen, wollte ich schon fast sagen. Also so auseinander zu klamüstern ein bisschen und wirklich zu erkennen, was ist denn da los? Warum ist er denn immer in dieser Abhängigkeit noch? Also er für sich muss das eigentlich erkennen. So, es heißt, die Schlange beißt zu, wo steht ihr? Also wo seid ihr in eurer Beziehung gerade angekommen? Was ist gerade Phase? Wie will es weitergehen? Wo seid ihr? Es sind, also viele Verletzungen sind geschehen und werden vielleicht auch noch geschehen. Also bei deinem Gegenüber und eventuell auch bei dir. Und dein Gegenüber braucht Willensstärke, Dynamik und vor allem auch geistige Aktivität. Also er muss Klarheit bekommen. Dein Gegenüber braucht im Oberstübchen Klarheit. Ja? Um überhaupt wahrzunehmen, was da los ist. Ja, also was, wie er da auch rauskommt und was, dass die Schlangenenergie ein Muster ist, vielleicht aus seiner Kindheit meistens, ne, oder aus einem vorherigen Leben. Und eben, er muss da aktiv werden, und um da jetzt rauszukommen und sich zu widersetzen. So. Und dabei, als ich das gechannelt habe, da hat mir die göttliche geistige Welt extra für euch jetzt eine Botschaft mitgeteilt und beziehungsweise einen Auftrag erteilt sozusagen. Und zwar lautet der Auftrag für euch, für dich,
Finde die Quelle der Inspiration in dir. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu verstehen mit dem Verstand. Du musst das fühlen. Fühle dich da rein. Finde die Inspiration, also die Quelle der Inspiration in dir. Das heißt, dass du nicht immer im Außen nach Inspiration, nach Freude, nach Kreativität oder nach Ablenkung suchst, sondern finde die Quelle in dir. Was treibt dich an? Was ist in dir der Motor sozusagen, ja, der dich inspiriert, Neues zu tun, fröhlich zu sein, glücklich zu sein und auch zu dir selbst zu stehen, dich selbst zu lieben? Das fand ich eine ganz starke Aussage oder Frage, beziehungsweise ein starker Auftrag, eine starke Botschaft. Und ja, darüber könnt ihr mal philosophieren, vielleicht meditieren. Schreibt es auch gerne unten rein, wenn ich werde da vielleicht nochmal ein Posting zu machen, habe ich mir gerade überlegt. Das ist nämlich wirklich eine sehr gute, also ein gutes Thema, darüber nachzudenken. Wirklich mal zu sich selber zu kehren, also in sich zu kehren und zu überlegen, was inspiriert dich denn? Wo ist denn meine Antriebsquelle? Was ist es denn in mir, was mich antreibt? Ne? So, das ist spannend. Das lassen wir jetzt, wie gesagt, so stehen. Und ich würde sagen, ihr tragt euch ein für das Vollmondritual. Nee, Quatsch, Vollmond. Neumond, genau, Entschuldigung. Neumondritual am 8. Mai unter dem Video, ja. Und ich blende euch da auch gleich schon mal meine Kontaktdaten ein und was ich so anbiete, ja, meine Lieben. Genau, Momentchen. So. Genau, jetzt trinke ich noch mal ein Schlückchen Kaffee und ich habe ja auch noch was Kaltes. Jetzt trinke ich auch gleich mal noch mal einen Schluck. Trinkt mit mir mit, schreibt es euch auf, schreibt euch direkt unten unter das Video, also tragt euch ein. Und in dem nächsten, ich hole jetzt ganz kurz die Karten mal auf den Tisch und erzähle euch ein bisschen was über das Neumondritual. Moment. Und zwar ist der, da fliegen die Karten, ist der Neumond ja im Stier. Und es war ja, der letzte Vollmond war ja im wundervollen Skorpion und jetzt wandert er in den wundervollen, zauberhaften Stier. Und wir haben ja die Vergangenheit oder vieles Vergangenes ja hinter uns gelassen, auch jetzt durch den Skorpion-Vollmond. Und dürfen jetzt uns ein bisschen neu erfinden, ja? Ich muss mal kurz... Da bin ich schon. Und zwar geht es jetzt darum, ein bisschen projektorientierter zu sein in uns, ja? Auf Erfolg uns auszurichten. Und Erfolg ist jetzt nicht, damit ist jetzt nicht nur der Beruf gemeint oder das Geld oder wie auch immer, sondern der Erfolg in uns, der Erfolg in dir. Die Selbstliebe, ne? Also Geld oder Erfolg und ist immer mit Selbstliebe auch verknüpft. Und da geht es darum, ja. Du darfst jetzt deine, also projektorientiert, zielorientiert dich ausrichten, dich stabilisieren und machen und tun und die neuen Energien nutzen, um dich da eben auszurichten danach, ja. Und auch erstmal zu ergründen, was, wo du hin willst, aber dann auch wirklich zu gehen. Und ganz wichtig, viel Ruhe und ganz, ganz wichtig, meine Lieben, das Leben genießen. Ja, wirklich, ihr dürft jetzt genießen. Genießt die wunderschöne Sonne, die traumhafte Luft. Auch mal, wenn es regnet und stürmt, seht das Positive. Hört den Vögeln zu, wie sie zwitschern und ja, genießt
euer Leben und euch selbst auch. Ja? Das ist ganz wichtig. So, meine Lieben, es geht los. Vipadias Emotion Oracle Cards von Jennifer Ackermann. Und da ist alles drauf. Ich habe auch alles unter dem Video natürlich selbstverständlich aufgeschrieben. Lenormand Karten Human Dreams, illustriert von Maria Bergmann. Maria Bergmann, genau. So, Sandra Fehrenberg, Seelenimpulskarten, Dual, Seelenliebe, Healing, Weckruf deiner Seele. So, die Zauberhaften. Das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese im Akasha Verlag erschienen. Da steht alles drauf, genau. Und die wundervollen und zauberhaften Göttinnen Lichtbotschaften von der wundervollen Heike Bender, von der wir wieder eine Karte ziehen. Ach, da freue ich mich schon. So, Gena. Weiter geht's. Achtung, jetzt rappelt's. Sorry. Und ich werde jetzt die Karten mischen. Ach nee, Moment, Quatsch. Natürlich, wir werden erstmal unseren heiligen Raum hier schützen und deinen heiligen Raum schütze ich zu Hause. Und ihr atmet, also ich werde dafür das Chime spielen und ihr atmet einfach die Klänge ein. So oft ihr wollt. Atmet ganz ruhig. Atmet ein, atmet aus und versucht, euch so auf den Atem zu konzentrieren, dass er wirklich im Fluss bleibt, so wie eine Acht, ja, also wie eine Lemniskarte, ne? Genau. Also dass es nahtlos übergeht. Versucht es mal. Genau. Los geht's. Entspannt euch. Atems. Atme ein und atme aus. Fühle deine Kraft, deine Lebensfreude und das göttliche Sein in dir. Lasse alles los, was dich blockiert, was dich schmerzt, was in Vergangenheit für dich dienlich war und jetzt gehen darf. Öffne dich dem göttlichen Willen und vertraue. Du bist geliebt, du bist beschützt. Öffne dein Herz für dich und deine Liebe, deine Göttlichkeit und deine Kraft. Du bist beschützt. Im Namen Gottes, so sei es. Amen. Danke. Amen. Oh, meine Lieben, wow. Was für eine starke Präsenz. Hier ganz klar, das war die... Oh, die Karte, die war hier von der Mitte. Das war die Jesus-Energie. Jesus Christus. Ganz klar, liebevoll, zärtlich und so voller Energie, voller Kraft und Schönheit. Ja, und eben Vertrauen. Ja? Vertraue dem göttlichen Willen, deiner inneren Stimme, deinem höheren Selbst. Ja? Und lasse alles los. Wow, ich bin beeindruckt, meine Lieben. Und das Interessante auch beim Chime eben war, ihr wisst, ich
kann da ja immer die Energien schon ein bisschen spüren, wenn das Chime, also wenn ich das Chime anschlage und also spiele. Ich kann da die Schwingungen wahrnehmen und ja, wie die Energien fließen. Ich arbeite ja eben auch mit Klangschalen und überhaupt mit sehr vielen Instrumenten auch. Und zum Beispiel eine Harfe, einer Kristallharfe, ja. Und wenn da die Energien, die fließen, die flirren, die wabern, die sind ganz, ganz, jedes Mal klingt das anders. Und bei jedem Wesen, wenn ich da energetisch arbeite, ist da eine andere Energie dabei, eine andere Resonanz schwingt. Und eben waren das ja so kollektiv Energien, ja, also ich kann das jetzt natürlich auch für euch einzeln beurteilen, aber wir arbeiten ja hier im Kollektiv, beziehungsweise fürs Kollektiv. Die Legung ist eine allgemeine Legung, obwohl sie immer wirklich extrem oft auf viele passt. Selbst immer nur einzelne Karten, alle Karten oder manche Aussagen oder viele Aussagen, alle Aussagen, ja. Und dennoch kann ich hier eben fürs Kollektiv oder auch einzeln die Schwingungen wahrnehmen. Und ich habe ganz deutlich gespürt, dass bei vielen von euch Themen aus der Vergangenheit immer noch auf den Tisch kommen wollen und noch nicht abgeschlossen sind. Da ist einiges an Karma und die Ahnenlinien von euch, ob das nun mütterlich oder väterlicherseits ist, oder auch überhaupt dein Karma aus vorherigem Leben, mit deinem Gegenüber eben eventuell auch, da kommt einiges vielleicht auf euch zu, was sich auch gerne lösen möchte, ja, oder was du aufgearbeitet hast oder was du nochmal anschauen darfst. Da ist ganz viel Unruhe gewesen, tatsächlich sehr viel Unruhe. Das hat man so noch nie, das muss aber nicht schlimm oder schlecht sein. Na, ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Irgendwas, ich hoffe, ne, meine Lieben, der Ton ist okay. Ich mische die Karten mal zu Ende. So, jetzt haben wir es. Jetzt ist fast umgedreht. So. Und ja, da war einiges zu spüren, was, ja, was eben die, die alten Themen, Verletzungen und möglicherweise, ja, karmischen Verstrickungen auch irgendwie, ne, damit zu tun hat. Das kann auch dein Gegenüber betreffen. Vielleicht ist es so, dass du mit deinem Partner auch ein Karma hast, deiner Partnerin, ja, dass da Energien sind, die dich, ja, die dich vielleicht auch triggern. Also, versteht ihr, wie ich das meine? Ja, also, die dich belasten oder an dich oder an deine Kindheit erinnern, also an Themen, die du da durchgemacht hast, ja. Und da schauen wir gleich mal. Das ist ja meistens auch so, weil ihr spiegelt euch ja, ne, meine Lieben. Ich sag's ja immer wieder. Ihr seid ja, also alle Beziehungen sind ja Spiegel von unserer Seele, von uns selbst. Auch manchmal unseres Egos natürlich, ne. Und das ist sehr interessant, ja, zu ergründen und auch dann daran zu arbeiten, ne. Und da können wir hier auch genau schauen. Das haben wir ja ganz häufig auch in den Legungen jetzt hier schon gehabt. Da können wir genau schauen, wo das herkommt. Also jetzt bei der Legung kann ich allgemein, also kann ich gucken, wo kommt das her, aber jetzt nicht ganz, also jetzt direkt persönlich für dich. Ne? Das geht dann nur in der privaten Legung, beziehungsweise wenn ich energetisch für euch arbeite. So, meine Lieben, ich fummel jetzt mal hier noch ein bisschen am Kartenbild und an der Kamera rum und blende euch nochmal dort meine Kontaktdaten ein und was ich so anbiete und meldet euch bitte bei mir, ja? Moment, so. Jetzt. Genau. Ja, schön. Ist total schief. Egal. Wir gucken mal, wie es jetzt weiter aussieht hier. So. Mal gucken, ob es jetzt halbwegs gerade ist. Muss man ein bisschen im Bild schauen, meine Lieben. Mhm.
Naja. Es geht, ne? Ach, herrlich, wenn sich das immer alles wieder verdudelt hier. Ja, jetzt noch ein bisschen nach rechts. Genau, meine Lieben, also ihr seid auch, also genau, das habe ich ja schon gesagt, du bist immer hier auf der rechten Seite zu finden. Das sind deine Karten. Dein Gegenüber, egal männlich, weiblich, divers, ist links. Und das Kartenbild hier in der Mitte, die neuen Karten, die wundervollen, das ist schon auch das Kartenbild deines Gegenübers. Aber da ihr euch ja spiegelt, ne, ihr zwei Hübschen, ist das natürlich auch ein bisschen dein Kartenbild mit, ne? Und du kannst davon ausgehen, dass auch die Karten dich ansprechen werden, weil ihr meistens, also ihr seid ja, wenn ihr in einer Beziehung miteinander seid, dann habt ihr ähnliche Themen. So, ne? Oder spiegelt euch was und da ihr ja Liebende seid, ist es so, dass ihr Themen durcheinander, also miteinander hochholt oder ne, in dem anderen seht, wahrnehmt, die euch triggern, die euch nerven, die euch berühren, die euch auch gut tun natürlich. Ne? Ihr berührt euch einfach energetisch sehr. Ich muss ganz kurz mal gucken, da steht irgendwas in meinem. Ah ja. Ganz kurz mal, ich hoffe, das Bild verschwindet jetzt nicht. Ich muss kurz mal was drücken. Naja, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Ja, der sieht mich noch, ne? Jo, okay. Meine Lieben, wir fangen an. Ich drehe die erste Karte um. Das ist die Hauptaussage, ne, eurer Verbindung, eures aktuellen Standes sozusagen. Und genau, wenn du auch nur mit einzelnen Karten in Resonanz gehst, wenn du mit allen Karten in Resonanz gehst oder auch generell mal eine Kartenlegung haben möchtest, eine energetische Reinigung, eine intensive Reinigung, Blockadenlösung, energetisch, ne? Aura-Reinigung, Chakrenausgleich, melde dich bei mir. Auch wenn du einsam bist, wie gesagt, ich sage es immer wieder, melde dich bei mir, schütte mir gerne dein Herz aus. Und ich versuche dir mit meinen Fähigkeiten nach Möglichkeit zu helfen, wenn ich das kann und darf, auch für dein Gegenüber. Ich arbeite energetisch auch nur, wenn ich das Einverständnis der Seele bekomme und das Okay der göttlichen geistigen Welt und arbeite immer nur im Einklang mit dem Universum und mit dem göttlichen Seelenplan. Ja, melde dich bitte bei mir. Ja, genau. Ich habe es eben eingeblendet gehabt. Und ihr seht ihr es noch? Nee, genau. Und ja, jetzt drehen wir die Karte um. Ich schaue mal, was da los ist. Oh, meine Lieben. Also schöner könnt ihr ja nicht anfangen. Ja, die Basis eurer Verbindung ist Liebe. Das ist das Hauptthema. Die Liebe, Liebe. Ach, ist das schön. Ja, das ist doch wunderbar. Und das auch noch im Herzbereich und als Hauptkarte wundervoll. Dann gucken wir gleich die obersten drei Karten hier an, wie das aussieht. Und los. Oh, die Sense. Ja, irgendwas Plötzliches geschieht, irgendwie eine Verletzung. Der Irrgarten, ja, das ist, also das Labyrinth, das ist natürlich im Kopfbereich dann deutlich, dass hier, läuft es noch? Ja. Dass hier sehr, ja, dass sehr viel Unruhe, sehr viel Durcheinander herrscht und, oh, die Ängste. Ja, das passt unfassbar gut auch zu dem Titel, denn, ja, es ist natürlich klar, dass wenn die Schlange da so einen enormen Druck ausübt, also die Schlangenenergie, dass er davon Angst bekommt oder dadurch Angst bekommt, dass es ihm nicht gut geht, dass er verletzt ist und nicht weiß, wie kommt er denn aus diesem Irrgarten, aus diesem Labyrinth überhaupt raus, was kann er tun? Er hat auch Angst vor den Konsequenzen natürlich, ne? Und vielleicht könnte das auch sein, also er ist auch ein sehr intelligenter Mensch, Mann, Frau, wie auch immer. Er ist schon sehr intelligent dein Gegenüber. Und vielleicht versteckt er sich jetzt gerade auch noch ein bisschen und braucht deine Liebe, deine Kraft, deine Zuwendung, ja, weil er wirklich ängstlich ist.
Ja, um sich irgendwie zu fangen, ne? Wir gucken mal weiter. Das ist schon mal, ja, aber das passt zu den Energien, ne? Die ich gechannelt hatte vorher. Und das passt ja auch zu den letzten Legungen. So. Also die Uhr, das Herz und der Berg. Ja, okay. Er hat vielleicht das Gefühl, dass die Zeit ein bisschen abläuft. Vielleicht geht die Situation schon sehr, sehr lange. Ihr seid mittlerweile mit eurem Latein am Ende so ungefähr. Oder auch mit euren, wie soll ich sagen, einfach mit eurer Energie, mit eurer Kraft einfach am Ende, weil das schon so lange sich hinzieht und es bewegt sich nicht so richtig vielleicht, obwohl die Liebe da ist. Und vielleicht hat dein Gegenüber auch Angst, dass du dich entliebst oder dann auch nicht mehr mit ihm zusammen sein möchtest, ne? Und er ist schon sehr blockiert, was das angeht. Er ist auch jemand, der sich nicht schnell öffnet, aber dir hat er sich geöffnet. Und er ist eigentlich sehr scheu in seiner Gefühlswelt. Ja, so ein kleiner Drückeberger, ein emotionaler, sage ich immer gerne dazu. Ach, das steht da immer noch. Das macht mich irgendwie nervös. Ich muss mal ganz kurz da nochmal gucken, ob das weggeht, wenn ich da irgendwie rumdrücke. Hallo? Seid ihr noch da? Ich lasse es lieber. Jetzt war da gerade, ich hoffe, dass ihr das nicht gesehen habt. Da war irgendwie so ein komischer Bildschirm. Naja, egal, meine Lieben, wir machen jetzt weiter. Oder wisst ihr was? Ich fummel da nochmal kurz und blende euch da meine Angebote nochmal ein. Ich lege das nochmal kurz hier hin. Das macht mich nämlich irgendwie nervös. Nicht, dass es nämlich nicht zu sehen oder zu hören ist. Das wäre ja irgendwie auch blöd, ne? Also Momentchen. So, ich hoffe, jetzt ist alles besser. Ja, naja, mal sehen. Okay. Er hat ein bisschen das Gefühl, die Zeit läuft ab. Das macht ihm auch Angst, weil er irgendwie aus diesem Labyrinth nicht rauskommt. Er findet irgendwie den Ausgang, also die Lösung nicht. Er hat vielleicht auch nicht das richtige Ziel. Das Ziel möchte natürlich sein, mit dir eine Partnerschaft einzugehen, eine Beziehung einzugehen, sich darauf einzulassen. Sich natürlich auch von der Schlangenenergie zu trennen. Übrigens muss die Schlangenenergie nicht unbedingt also eine Partnerin oder eine Frau jetzt sein, sondern es kann auch seine Schwester sein, irgendeine andere weibliche Energie, also Ahnenlinie, Großmutter, Mutter, das kann alles sein. Das muss auch nicht mehr, also es kann auch schon aus vergangenen Zeiten sein. Da ist irgendeine Blockade in ihm, irgendeine Manipulation auch, die ihn fesselt. Auch hat das Auswirkungen auf seine weibliche Seite. Und ich gucke jetzt mal nach dem Sternzeichen. Also kam eben schon am Anfang das Sternzeichen Zwillinge vielleicht. Also auf jeden Fall ein Luftzeichen. Ja, in den Sinn. Ja, Luft und du könntest zum Beispiel tatsächlich Wasser sein. Ist möglich, ja. Muss nicht sein, aber kann sein. Und ja, irgendwie irgendwas, genau, also Luft und Wasser, das könnten die Sternzeichen beziehungsweise die Elemente sein, die am meisten im Horoskop vertreten sind, ja, oder eben wirklich dein Sonnenzeichen sein oder seins. Und ich sehe auch oder spüre, dass er sehr hohe Erwartungen hat, vom Leben an sich, von sich sowieso und vielleicht auch von dir oder von anderen, irgendwas ist da, wo er die Verantwortung trägt und wo er eben Angst hat, Dinge zu verlieren. Es kann mit seiner Familie zu tun haben. So, wir gucken mal jetzt die Basiskarten an und wie es weitergeht. Und da bin ich gespannt, weil da war bei euch nämlich auch ganz schön viel los. Ja, Veränderungen. Oh, der Sarg, ne?
Und wieder die Angst, ne? Ihr wisst, ich habe diese Karten, die gibt es zweimal. Die habe ich da drin gelassen, genau wie die, nee, das sind ja die Störche, genau wie die Vögel, die Karten, die Vögel, habe ich auch zweimal hier drin und das habe ich da drin gelassen. Das ist immer sehr aufschlussreich, wenn man dann, ja, nochmal schaut hier, wo sitzen denn die Ängste? Und Ängste sind offensichtlich ganz präsent bei ihm und auch bei dir. Und zwar hat das wirklich etwas mit einer vergangenen Geschichte zu tun. Das muss nichts mit euch zu tun haben. Kann sein, vielleicht hattet ihr euch auch schon mal getrennt oder wie auch immer, oder es gab einen langen Stillstand oder es ist gerade Stillstand, was auch sein könnte, dass momentan eure Liebe ein bisschen auf Eis liegt durch die Umstände. Aber da möchte eine Veränderung und das möchte hier, er hat Angst vor einer Trennung. Das heißt, er hat Angst von dir, nicht vor dir. Jetzt habe ich gesagt vor dir. Ja, er hat eigentlich Angst von dir getrennt zu werden. Vielleicht hat er aber auch Angst vor dir, dir irgendwas zu sagen, womit du nicht gut umgehen kannst. Die Liebe ist da, meine Lieben, das ist ganz klar. Aber vielleicht hat dein Gegenüber wirklich Angst, mit dir zu kommunizieren, weil er sich einfach auch nicht schnell bewegt. Das kann ja möglich sein, ne? Er muss auf jeden Fall erst etwas anderes zum Abschluss bringen, was jetzt plötzlich auf ihn zukommen will. Ne, und hier die Verletzungen sind ja ganz, ich hatte ja gesagt, die Schlange beißt zu und beziehungsweise hat er das gechannelt. Und die Sense, das ist natürlich eine starke Verletzung, die da geschieht. Und ich nehme an, weil das im Kopfbereich zu finden ist, dass die Schlangenenergie wirklich verbale, ja, Gewalt ausübt, sage ich mal. Also es klingt jetzt heftig, aber so ist es wirklich wahrzunehmen. Ich brauche ganz kurz nochmal einen Schluck Kaffee, meine Lieben. Habe ich mich bekleckert auch noch? Schön. Jetzt muss ich mich erstmal trocken machen hier. So. Eieiei. Naja, und ja, das ist kein gutes Gefühl, was da in ihm aufkommt. Ne? Das ist schon, er hat schon große Angst. Er hat schon wirklich Ängste. Ne? Sieht man ja auch. Er hat Angst vor einer Trennung, vor einer Veränderung, aber nicht, also er hat auch Angst, dich zu verlieren. Ja, er möchte eigentlich den Neubeginn mit dir starten und hat aber Angst, das andere loszulassen. Passt ganz gut auch zu dem Channeling eben, beziehungsweise zu dem Gebet. Ne? Da hieß es, öffne dich dem göttlichen Willen. Also auch der göttliche Wille ist ja auch dein höheres Selbst, deine Seelenbotschaft. Was möchte denn deine Seele, ne? Deine Herzensenergie, deine. Na, das, was dich ausmacht, was ist denn dein Plan im Leben? Glücklich sein, ja, öffne dich für das Glück, heißt es. Ne? So, jetzt bin ich gespannt, meine Lieben, was hier bei euch im Kopfbereich los ist. Ich drehe alles gleichzeitig um. Oh, ja, der Herrscher, das passt gut. Und die 8 Münzen bei euch, guckt mal hier. Beides, das Wurzelchakra, ne, hier oben. Der Hexaeder. Ja, genau. Nee. Doch die 8 der Münzen, genau. Und es ist, ja, bei dir ist es auf jeden Fall so, weil die Münzen heißen auch immer Vergangenheit, ne? Im Tarot. Und da ist etwas ganz Altes in dir, was du nach und nach da versuchst, also hier, ne, abzuarbeiten. Das dauert auch wahrscheinlich noch ein bisschen. Und du hast manchmal das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Beziehungsweise machst immer wieder so ein, ja, also gerätst immer wieder an Punkte, die, ja, du kommst immer wieder an den gleichen Punkt, ja? Also an Punkte, wo du Dinge erlebst aus deiner Vergangenheit, mit ganz verschiedensten Menschen vielleicht, wo du dich nicht durchsetzen kannst, wo du immer wieder spürst, du musst noch an deiner Selbstliebe arbeiten, du darfst auch mal deine Meinung sagen, du kannst auch mal sagen, stopp, so nicht, nicht mit mir. Und du lässt dir zu viel gefallen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir das hier so anschaue oder mich so da reinfühle in deine Energien gerade oder in die kollektiven Energien, hast du sehr viel toxische Menschen in deinem Leben gehabt. Und gerätst immer wieder, du hast schon viel abgearbeitet, wie man sieht hier, ne? Aber
du gerätst immer wieder doch in Situationen oder an Menschen, von denen du vielleicht auch gar nicht erwartet hast, dass sie so ticken oder so drauf sind. Ne, das muss nicht dein Gegenüber sein. Dein Gegenüber hat sehr viel toxische Menschen auch in seinem Leben. Aber auch bei dir, in deinem Umfeld, könnte es sein, dass dem so ist. So. Und du kommst jetzt mit deiner Vergangenheit nochmal in Kontakt. Ja, und ja, hat auch viel mit den Portaltagen zu tun, ne? Genau, da möchte Heilung fließen. So. Dann haben wir hier den Herrscher. Ne? Der Herrscher, das ist sein irdischer Vater, der ihm eigentlich eine Richtung vorgegeben hat, der er folgen sollte, wollte oder wie auch immer, und aber möglicherweise nicht konnte. Was mir auch gleich auffällt, ist, er hat wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen in seinem Leben, die ihm irgendwie ein Idol sind oder die ihm Ideale vermittelt haben. Also jetzt wirklich Ideale, die erstrebenswert sind und die nicht nur irgendwie ego-basiert sind. Also, ne, auf zu viel Männlichkeit wieder hin getrieben waren, sondern ja. Da sind die Ideale oder die Werte schwierig. Und er hat auch wahrscheinlich gar nicht so viele Freunde. Das fällt mir nämlich hier auch auf. Also es mangelt deinem Gegenüber an Freundschaft oder an Bezugspersonen, sagen wir es mal so, genau, Bezugspersonen, ja, denen man sich auch anvertrauen kann. Ja, das ist, glaube ich, hier schwierig. Meine Lieben, wenn das hier schon eure Karten sind, schon einzelne, alle, wie auch immer, wenn ihr euch ein bisschen angesprochen fühlt, ihr empfindet große Liebe füreinander, aber es hapert wirklich an Struktur und jetzt daran, wirklich den nächsten oder den nächsten Schritt zu machen, ne? Also so die Trennung von der toxischen weiblichen Energie in seinem Leben. Und auch Kraftgewinnung wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Ne? Auch, dass du Kraft bekommst. Du hast nämlich auch irgendwie ein bisschen die Nase voll, so wie sich das hier anfühlt. Und ich blende euch da nochmal meine Kontaktdaten ein und dann decken wir deine und seine Herzenergien auf. Moment. So. Jetzt gucken wir mal. Ich habe hier drei Karten. Ich drehe sie alle gleichzeitig um. Die Acht der Stäbe. Die Heilung, wie schön. Und die Entspannung. Ja, die Acht der Stäbe, die sagt dir in deinem Herzbereich, dass du gerne wie soll ich das ausdrücken? Nicht so schnell, liebe göttliche, geistige Welt. Du bist sehr schnell in Aufruhr. Du hüpfst gerne von Blume zu Blume. Das soll jetzt nicht sexuell gemeint sein. Ne? Das ist einfach also in deinem Gefühl bist du manchmal hier, dann bist du wieder da. Und manchmal ist das sehr unausgeglichen. Also du hüpfst von einer Emotion in die andere. Und das hat was mit deiner mangelnden Sicherheit zu tun. Also du bist sehr in der Unsicherheit mit dir selbst, mit deinen Gefühlen. Darf ich das fühlen? Oh Gott, darf ich das denken? Und ja, ne, so fühlt sich das an. Du bist sehr unsicher in dir, in manchen Bereichen, sicherlich nicht in allen. Aber was deine Leidenschaft betrifft, die Dinge, die du toll, schön findest, ne? Also toll ist natürlich auch wieder so ein Ausdruck, dass da etwas, ja, dass du das vielleicht nicht, wie gesagt, angelernt hast, du darfst das, also dass dir das oh, jetzt fange ich auch noch das Stottern an, also nochmal von vorn, dass dir das so vermittelt wurde, dass du nichts in irgendwelchen Bereichen fühlen darfst. Also du darfst das und das nicht spüren. Nein, das tut Mann oder Frau so nicht. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das kann in allen Bereichen eine Rolle spielen. Und ja,
Damit haderst du gerade. Das ist so ein Thema in dir. Und das darf und möchte in die Heilung gehen. Ja, ich lese es euch mal vor. Körper, Geist und Seele möchten Heilung erfahren. Alte Muster und Blockaden dürfen gelöst werden. Welcher Schmerz in dir braucht deine Beachtung? Ja, ist genau das, ne, mit den alten Themen hier. Die Vergangenheit ist vorbei. Bringe neue Energien und Routinen in dein Leben, damit du Veränderung, haha, hier, Veränderung, ne, Neuanfänge, und Heilung erfährst. Aktiviere deine Selbstheilungskräfte, Affirmation, ich bin kraftvoll, gesund und lebendig. Ja, hier, Selbstheilungskräfte, da sind sie, ne? Sensationell. Ja, und das schaffst du, indem du dich treiben lässt, indem du dich entspannst. Und das ist genau jetzt der Neumond, der jetzt in 4 Tagen ist. Und zwar, dass du das Leben genießt. Wirklich, lasse mal 5 gerade sein. Lass deine Seele baumeln. Tue dir endlich was Gutes und fühle die Dinge, die dir nicht erlaubt waren, wenn sie niemandem wehtun natürlich. Fühle die Dinge, versuche dich da reinzudenken, das zu ergründen, was da in dir los ist. Und wie gesagt, wenn du möchtest, kontaktiere mich gerne. Wir können gemeinsam schauen und vielleicht Lösungen energetisch finden oder wie auch immer. Das ist sehr spannend und das möchte jetzt tatsächlich schon bald sein. Das ist eine sehr schnelle Karte, also eine sehr schnelle Entwicklung hier. So, jetzt bin ich gespannt, was dein Gegenüber so im Herzbereich hat. Okay, los geht's. Die 5 der Stäbe, die Konkurrenz, der Kampf, der Machtkampf, die Freiheit und Abschied nehmen. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, vielleicht hatte er, Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen, es tut mir leid. Vielleicht musste er gerade Abschied nehmen, auch von etwas, von, also nicht von etwas, naja, vielleicht auch von etwas. Ne? Vielleicht muss er lernen, Abschied zu nehmen von seinem materiellen Dingen, die er um sich geschart hat. Ne? Haus, Hof, Auto, Geld. Ja, und ja, das ist natürlich traurig. Also da ist aber auch sehr viel Herzschmerz zu nehmen. Vielleicht ist da immer noch eine alte Trauer, ein alter Kummer in ihm über eine verlorene Person aus seiner Familie oder ein Haustier oder ein Freund, Freundin, wie auch immer. Ne? Das kann möglich sein. Also da ist irgendwas in deinem Gegenüber, was sehr, sehr schmerzhaft immer noch in ihm brodelt oder zu finden ist einfach. Ne? Und das kann er nicht loslassen. Und das, deswegen reagiert er manchmal auch so sehr im Ego teilweise. Und er wünscht sich, ja, deshalb zieht er sich zurück. Ne? Er denkt immer, er braucht Freiheit. Dabei braucht er eigentlich Kontakt und Sicherheit. Ne? So, das sieht man nämlich auch hier. Er ist am Kämpfen und er kämpft auch mit der Schlange und er kämpft auch mit allen um ihn herum, um seinen Standpunkt klar zu machen oder um sich selbst irgendwie auch ein bisschen aufzuwerten vielleicht. Ne? Vielleicht denkt er so, ich tue das, um ja, Anerkennung zu bekommen, ich bin besser als du, und deswegen macht er sich da vielleicht auch im Beruf irgendwie, also einen Namen sozusagen, ne? Und ist da vielleicht auch sehr viel in Konkurrenz, aber auch in seiner privaten ja, im Privaten spüre ich und sehe ich eben auch auf der Karte hier, dass er sehr stark kämpfen muss, um gehört zu werden. Ne? Ach, ich muss noch mal ein Schlückchen trinken, meine Lieben. Ohne zu kleckern, diesmal hoffentlich. Naja, und auch witzig ist, dass auch der Solarplexus bei dir und bei ihm im Herzbereich zu finden sind, also ne, das Symbol, das ist der Tetraeder, genauso wie, also das ist gleich bei dir und bei ihm, und genauso ist es ja eben auch gleich mit dem Wurzelchakra im Kopfbereich, das habt ihr auch beide gleich. Und das geht alles über sein mangelndes, also über seinen Selbstwert, und er hat einen mangelnden Selbstwert, versucht sich immer aufzuwerten durch diese Kämpfe. Ja, ach so, genau, Freiheit, das wollte ich euch noch vorlesen. Genau, er denkt immer, er müsste Freiheit, ja, vielleicht kämpft er sich auch in die Freiheit, natürlich, das kann auch sein. Das braucht er in gewisser Weise auch.
Aber er zieht sich vielleicht auch manchmal oder halt öfter zurück aus Angst und denkt, er braucht dann Freiheit. Sein Ego suggeriert ihm, er bräuchte äußere Freiheit. Dabei braucht er innere Stabilität, um sich überhaupt frei fühlen zu können. Ja? Also es ist auch kein Paradox. Ne? Also es ist wirklich so. So, Freiheit. Es braucht mehr Raum für deine, eure Entwicklung. Ja, das stimmt auch. Denn das ist dein Weg in die spirituelle Freiheit. Aha, die geistige Freiheit nämlich auch. Ne? Gib dich dem göttlichen Willen hin, sage ich nur. Du kannst selbst entscheiden, wie du leben möchtest. Ganz genau. Die Freiheit hat er natürlich. Ja, sicher. Und die braucht er. Dieses Bewusstsein, das braucht er. Löse dich von den Vorstellungen anderer und wisse, du entscheidest, was du denkst und folglich fühlst. Das ist ja witzig. Genau das habe ich gerade gesagt zu euch, ne? Du entscheidest, was du denkst und fühlst. Das haben keine, also du darfst alles denken und fühlen. Das tut ja niemandem weh, ne? Also erstmal nicht. So. Räume dein Leben auf und gehe Schritt für Schritt in deine Freiheit. Affirmation, ich bin frei und kann jederzeit loslassen. Ganz genau, meine Lieben. Loslassen hatten wir eben auch schon mal das Thema. Ganz wichtig für euch. Das passt ja wie, hört alle weg, ich wollte es gar nicht auf wie Arsch auf Eimer. Ne? So. So. Ich drehe die Basis um, wie es weitergeht und euren Wurzelbereich. Ach, guck mal, da ist ein Unterschied zu sehen bei euch, aber das ist ja gut. Aber bei euch auch wieder, bei dir, ja, ist zu sehen, dass du, ja, wie soll ich sagen, sehr stark, also du bist sehr impulsiv, sagen wir es mal so. Das passte hier mit den Stimmungen, dass du die Stimmungen in dir nicht immer richtig kanalisieren, ordnen oder zeigen kannst oder richtig herausbringst, ne, aus dir, weil du das Gefühl hast, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und dann bist du verunsichert und dann sprudelt irgendwie dann doch alles aus dir raus irgendwann mal, ne? Das ist so ein bisschen das Thema bei dir. Da musst du dich, oder da darfst du versuchen, du musst gar nichts, da darfst du versuchen, dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen und dich mal weiter in Dinge reinzufühlen, wo du dann wieder denkst, okay, das darf ich nicht fühlen. Doch, fühle dich rein. Und dann wirst du, dann geht es weiter. Dann fühlst du weiter, fühlt es sich gut an, fühlt es sich schlecht an, was ist da los? Und das ist der Weg, mein Lieben. Ach ja, übrigens, apropos Star Wars, ne? Heute ist ja der 4. Mai. Das ist der Star Wars Tag. May the Fourth be with you. Na, möge die Macht mit euch sein, meine Lieben. Finde ich immer schön irgendwie. Ja, auf jeden Fall wirst du sehr viele göttliche Impulse jetzt be bekommen, die dich inspirieren werden. Du brauchst Inspiration, die dich ja, die dir begegnen einfach, ne? Innen wie außen. Und da brauchst du ein bisschen Kraft, vielleicht ein bisschen Rückzug teilweise, aber vor allem Mut, das zu akzeptieren. Du kannst es dann auch wirklich loslassen, ja? Und ich sehe eben in deinem Sakralchakra, dass da einiges an Blockaden sein kann. Also, dass du mit deiner Weiblichkeit auch, ne? Mit deiner fraulichen Seite, deiner weiblichen Seite, selbst wenn du ein Mann bist oder divers, deine weibliche Seite, eure weibliche Seite, alle hier Zuschauenden, Zuhörenden auf der rechten Seite hier, ne, du, da ist deine Weiblichkeit blockiert. Ein bisschen, ja? Bei manchen vielleicht ganz wenig oder du hast ganz viel gearbeitet und es ist aufgearbeitet. Bei manchen ist da aber eventuell eine Blockade und eben auch der Wunsch nach Intimität, also tiefer spiritueller Intimität, aber auch nach körperlicher Intimität, nach Herzenswärme und auch der Wunsch danach, deine Kreativität auszuleben und das auf allen Ebenen. Ja? Nicht nur auf einer oder zwei oder drei, auf allen Ebenen. Da möchte ganz viel fließen. Öffne dich dafür. Lasse es zu, wenn es dir gut tut. Ja? So, und dein Gegenüber hat den Narr gezogen.
Er braucht diesen Neuanfang. Er braucht jetzt die Energien, die Leichtigkeit des Narren. Die möchten in ihn kommen, also in ihm stattfinden. Die möchten fließen. Und er möchte diese Leichtigkeit auch wieder erleben dürfen. Denn er ist eigentlich so, das passt sehr gut. Ich hatte ja gesagt, Zwillinge oder Luftenergie, das passt gut, obwohl der Narr hier den Oktaeder, also den für den Herzbereich gezogen hat, also das Herzchakra. Dennoch ist hier ganz viel, natürlich Herzenswärme zu sehen, ganz viel Schönheit, Liebe. Und er braucht diese Leichtigkeit. Er wünscht sich die Leichtigkeit und das möchte kommen. Und du darfst an dir arbeiten, an deiner weiblichen Energie und vielleicht sie einfach anzuerkennen und einfach mit der männlichen Seite zu integrieren. Und dein Gegenüber darf sich auch gefühlsmäßig mehr öffnen und das will er auch. Aber das fließt nicht so richtig. Er muss jetzt hier so einen Cut machen und dann zack, weg. So ungefähr neu anfangen, hier neu anfangen, Veränderung, neu, neu, neu. Die Liebe leben zwischen euch. Die Liebe. Und das ist echt schwer. Das fällt deinem Gegenüber schwer, aber dir offensichtlich aber auch. Ne? Wenn ich hier für euch arbeiten darf, meine Lieben, weil hier fließt Liebe und ich hole mir immer zur Vorsicht, natürlich zur Sicherheit, immer nochmal das Einverständnis ein, zwischen deinem Gegenüber und dir natürlich und da befrage ich und berate ich mich immer mit der göttlichen geistigen Welt und mit dem Universum und das, genau, ich arbeite nur dann energetisch, wenn ich das okay bekomme von allen Seiten, ne? Und hier würde ich dir eine intensive Reinigung empfehlen über mehrere Tage, eine Fremdenergielösung, ganz, ganz wichtig und gerne auch eine Partnerrückführung oder Partnerzusammenführung, falls ihr keinen Kontakt habt oder euch gerade getrennt habt oder wie auch immer oder auch schon länger her. Ne? Das ist alles möglich, weil hier Liebe fließt, meine Lieben. Ich arbeite eben auch nur dann, wenn wirklich eine Verbindung in Liebe da ist. Und das ist es. Und gebt nicht auf. Ja? Jetzt kommt nochmal, wirklich, er braucht wirklich Willensstärke. Er muss diese Dynamik, die da in dieser Beziehung gerade stattfindet, auch zwischen euch, zwischen ihm und wem auch immer, das muss er durchbrechen. Dafür braucht er Kraft, Selbstliebe und Selbstvertrauen. Ja, und auch Selbstbestimmung. Ganz wichtig. Ach, meine Lieben, ich habe euch so lieb. Ich gebe euch nochmal ein Küsschen. Ich blende euch da nochmal kurz meine Kontaktdaten ein. Bitte meldet euch bei mir, wenn ich euch unterstützen darf. Es wäre hier mit den wundervollen Energien, die ja gerade auch fließen. Ihr wisst, es wird intensiv jetzt. Auch die, also sowieso auch die Mai, Juni, Juli-Energien, auch das ganze Jahr noch, das wird heftig, meine Lieben. Aber auch energetisch eben so, dass ich das so für euch so positiv kanalisieren kann, so liebevoll und mächtig in den heilenden Energien. Ja? Also wirklich, das wird stärker und stärker und stärker. Und nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Ne? Also das ist wirklich, ja, das wird magisch, meine Lieben. So, ich räume die Karten weg und blende euch da nochmal ein. Meldet euch bitte bei mir, meine Lieben, ja? So, genau. Und meldet euch auch an für das Neumondritual. Jetzt am Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch. Genau. Und ja, meldet euch bei mir, meine Liebsten, Süßen, Hübschen. Und ich freue mich auf euch, ne? Ich freue mich sehr, wenn ihr euch meldet und ich für euch da sein darf. So, jetzt könnt ihr euch entspannen, beziehungsweise eure Herzenergien spielen und fließen lassen. Wisst ihr übrigens noch welche? Hier hört ihr schon das Klangspiel. Das Himmel. Wisst ihr noch, welche Karte wir letztes Mal gezogen haben? Und zwar war das Fühlen, deinen Gefühlen auf der Spur sein, ja, und ich werde jetzt die Karten mischen und eure Energien so kanalisieren im Kollektiv. Wir gucken jetzt für das Kollektiv, was hier für Botschaften für das Kollektiv jetzt und was für eine Botschaft fließen möchte, welche Botschaft kommt, welche Energien beziehungsweise fließen wollen und wie die göttliche geistige Welt uns begleitet im Kollektiv mit den Energien in der nächsten Woche. Ganz genau. Und ihr geht in eure Herzen.
Herzenergie, entspannt euch, atmet tief und ich lasse hier eure Energien durch mich durchfließen. Ja, es wabert richtig hier. Meine Lieben, sensationell macht ihr mit. Das ist aber eine starke, magische, kräftige, mächtige Botschaft. Wichtig für euch alle. Das hört gar nicht mehr auf. Das pulsiert richtig. Wow, ihr macht ja sehr gut mit. Das möchte, ja, ich sag ja, das ist die Christusenergie, die pulsiert. Ja, diese, da, die haben wir hier, die ist es. Es pulsiert und pulsierte und pulsierte. So, meine Lieben, ich bin gespannt. Ich drehe die Karte um. Unsere Botschaft für die kommende Woche. Die Energien, die uns begleiten im Kollektiv. Oh, schon wieder. Sei klug in deinem Herzen. Ja, schaut es euch an. Die hatten wir schon mal. Oh, wie wundervoll, meine Lieben. Ich werde jetzt die Karte hier so schön drapieren. Und ihr entspannt euch. Geht in die. Stellt's doch lieber doch darauf. Geht in die Entspannung. Ich werde jetzt für euch das Klangspiel spielen. Was soll aber manche andere macht hier? Das kann man eh nicht richtig sehen. Schade. Es kann sich nur um Stunden handeln, mein Lieben. Ihr wisst Bescheid. Doch schöner. Ihr geht in die Entspannung. Lasst alles los. Lasst es fließen. Lasst die Energie fließen. Sei klug in deinem Herzen. Sei klug in deinem Herzen. Öffne dich für deine Herzenssprache. Jetzt wird es dir gelingen, deine Intuition mit deinem Verstand zu bündeln und zu vereinen. Eine wahre Klugheit entstehen. Sei klug in deinem Herzen. Sei richtig gut und sei klug in deinem
Herzenshandlungsentscheidungen. Lieben, wie wundervoll, wie passend zu der heutigen Legung, dein Herz zu öffnen für dich, für deine Klugheit. Wirklich dich dir selbst zu öffnen, deinen Gefühlen, die du fühlen darfst, die du so lange verdrängt hast, die du nicht sehen, hören oder annehmen wolltest. Öffne dich und ja, sei klug. Und gut in deinen Herzensentscheidungen. Ja, handle in Liebe, höre, sprich, sieh, denke, fühle in Liebe und aus Liebe heraus. Das ist ganz wichtig für dich und für die anderen. Aber vor allem eben auch für dich. Öffne dein Herz auch für dich selbst. Liebe dich. Und ja, dann kannst du auch auf deine Intuition vertrauen. Ja? Intuition und Verstand gehen dann miteinander Hand in Hand. Ja? Und dann kannst du ganz freie und kluge und gute Entscheidungen treffen. Für dich natürlich in erster Linie. Ach, meine Lieben, ich habe euch so lieb. Es ist ja echt so wundervoll. Bleibt in dieser Energie jetzt. Ich nehme euch jetzt mit zu meiner Hangdrum. Verankere die Energien noch einmal. Lasse Energien fließen, die eure Herzenergien schützen und aufbauen. Arbeite schon ein bisschen für den Neumond vor. Und ja, verabschiede mich am Ende nochmal. Genießt die Energien, lasst sie in euch fließen, durch euch hindurch, um euch herum. Und ich weiß nicht, ob ihr das beim Klangspiel am Ende auch gehört oder wahrgenommen habt. Es ist, die Energie ist wirklich um euch herum oder durch euch hindurch geflossen. Ja, das habe ich ganz deutlich gespürt und gehört auch, ne, in der Art, wie das Klangspiel sich bewegte und erklungen ist. Also das war wirklich... Ja, ganz interessant diesmal, ne? Okay, genießt es, ich nehme euch mit. Los geht's. Fließen lassen für euch spielen. Genießt es.
Was für eine kraftvolle, stärkende und erdende Melodie. Und es waren wirklich, die Energien waren sehr, sehr kraftvoll. Das passt sehr gut zu der Legung, die wir eben hatten, zu den Themen, die da aufkamen. Einmal ist der Stier, also im Neumond, das ist ja Element Erde. Es geht also ganz viel um Stabilisierung, innen wie außen, aber natürlich vor allem innerlich. Und ja, eure Herzen wurden natürlich sehr stark geschützt, das habt ihr hoffentlich gespürt. Da ist sehr viel Energie reingeflossen, aber eben auch in euer Wurzelchakra. Und ich hatte ja gesagt, dass da vielleicht karmische Themen irgendwie aufkommen. Und das ist ganz deutlich eben nochmal jetzt geworden durch die Energien. Ich habe ganz deutlich gespürt, dass da sehr viele Themen nochmal aufkommen können an Karma, an alten Themen, was die Familie betrifft, Kindheit, sowas, ne? Oder eben auch vorherige Leben. Leben und da, ja, wundert euch nicht, wenn da einiges hochkommt. Ne? Das kann auch mit den Portaltagen eben zusammenhängen, aber auch mit dem Neumond. Und ja, versucht das zu ergründen, zu fühlen, zu erkennen, zu akzeptieren und auch loszulassen. Ja, ach meine Lieben, ich habe euch so lieb. Ich habe euch sehr, sehr lieb. Ich gebe euch ganz viele Küsschen. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, meldet euch bei mir, wenn ich was für euch tun darf. Schreibt mir gerne per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com. Sehr gerne über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt, www.kartenlegerinsimone.de, über Instagram oder Facebook. Ich würde mich auch sehr über ein Abonnement und über ein Like freuen. Und meldet euch, wie gesagt, bei mir, wenn ihr euch eintragen wollt fürs Neumondritual, wenn ich was für euch tun darf mit einer Kartenlegung, intensiven Reinigung, Partnerrückführung, Partnerzusammenführung, ja, Blockadenlösung, Fremdenergielösung, ganz wichtig bei deinem Partner oder bei dir auch, Partnerin. Und ja, meldet euch. Chakrenausgleich kann ich euch ans Herz legen, Aura-Reinigung und vor allem die Intensivreinigung, das All-Inclusive, Rundum-Gesamtpaket sozusagen. Ja, meine Lieben, ich habe euch sehr lieb, kommt gut durch die nächste Woche, meldet euch, wenn ich was für euch tun darf und ja, ich habe euch sehr lieb. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann wieder heißt, eure Kartenlegerin Simone. Mua. Tschüssi, meine Lieben, ich habe euch sehr lieb, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi. Mm-hmm.